Ja, was wir da im Hintergrund sehen, ist, sind die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Ötztaler Klettercamps. Das findet jetzt bereits zum dritten Mal statt, also das dritte Jahr. Und wir haben heuer zwei Kursteile sozusagen, einen fünftägigen und einen dreitägigen. Und insgesamt sind 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum, aber auch aus Italien bei uns zu Gast. Und die lernen da von der Grundtechnik klettern bis hin für die fortgeschrittenen Expertentipps. Also mein Tipp für die Kletterer ist einfach grundsätzlich, geht's raus in die Natur, bleibt nicht drinnen in der Halle. Geht's raus, habt Spaß am Fels. Und es soll einfach so sein, dass der Spaß im Vordergrund steht. Nicht zu leistungsorientiert denken, das kommt dann eh von selber. Und was ganz wichtig ist, dass man einfach schaut, dass man gute Freunde hat, gute Kollegen hat und mit denen dann draußen unterwegs ist. Also oft geht es weniger um die Kraft in die Arme und mehr ums Steigen. Und das vergessen voll viele. Sie denken, man braucht viel Kraft in die Arme, aber oft ist es gar nicht so. Ja, einfach die richtige Seilhandhabung und einfach aufpassen, weil wenn man mal die Grundkenntnisse hat, nachher, dann glaube ich, gibt es nicht mehr viel, was man falsch machen kann, gerade da beim Sportkart im Ötztal. Aber die müssen halt Hand und Fuß haben und die müssen sitzen. Klettern im Ötztal hat den großen Vorteil, dass wir sehr familienfreundliche Gebiete haben. Es gibt andere Gegenden genauso, wo man eine gleiche Anzahl von Routen hat, gleiche Schwierigkeitsgrade. Aber im Ötztal besonders ist einfach die zwei Gebiete Dumpen und Oberried, wo die Wiese zum Wandfuß geht. Man kann mit der Familie hingehen und dann geht die Wand weg. Und vor allem haben wir sehr viele Routen im mittleren und unteren Schwierigkeitsgrad. Das heißt, dass also auch der ambitionierte Kletterer sehr viel Spaß haben kann. Das Besondere ist einmal sicher der Fels, ich sage mal das Granit. Ist sehr reibungsresistent, das heißt, die Kletterer finden da einen super Untergrund vor, um mit den Kletterpatschen Halt zu haben. Und das Weitere, die Kletterhakenabstände sind recht gering, das heißt, der Kletterer, der meistens aus der Halle zu uns kommt, findet da einen recht sicheren Abstand der Haken vor. Nein, ich glaube, das Ötztal ist einfach super für Anfänger und Leute, die halt noch nicht so viel Erfahrung haben im Klettern, weil die Hackel sind perfekt, es gibt perfekte Absicherung, es sind nette Klettergebiete, ein super Fels. Es ist alles hergerichtet und ich glaube, viel mehr kann man sich als Anfänger gar nicht wünschen. Für mich Klettern grundsätzlich ist einfach auch eine Lebenseinstellung. Ich bin sehr leidenschaftlich unterwegs immer. Es war immer schon so. Ist auch jetzt immer noch so und es wird auch so bleiben. Man hat immer so einen Fight mit sich selber, kann ich das nicht. Und es wird eigentlich nie langweilig, weil man findet immer was Neues, was man probieren kann, was einen herausfordert. Und es ist einfach eine nette Kletter-Community erinnern mit dem Hansjörg, mit der Babsi und ja, mit denen klettern zu gehen, da gibt es nichts Schöneres.